Aha. Hallo und zurück zum Landwirtschaftssimulator mit dem Pixel und dem Mark. Hallo. Hallo. Ja, fail, ne? Da haben wir heute schon so gedacht, wir fangen eben mal an aufzunehmen. Und da hat mich Mark im TS angeschrieben, oh, ich bin jetzt da. Ja, das Ende vom Lied war, dass mein Fraps abgestürzt ist, als ich ins TS geguckt habe, wer mir denn ja geschrieben hat. Tja. Ja, das heißt, wir haben eben schon erzählt, wir hatten letztes Mal so einen großen Mähdrescher, das Schneidewerk geholt. Das können wir allerdings nicht benutzen, weil das Ding noch ein bisschen buggy ist. Jetzt habe ich eine Buggy, neue buggy. installiert, also einen neuen Mähdrescher mit... Hallo, überfahr mich nicht. Naja. Mit Schneidewerk und so. Und das hole ich jetzt. Da wollte ich rein. Ja, den brauche ich jetzt aber. Und, Hast du den schon da stehen? das ist der Mähdrescher? Ja. Den hole ich ja jetzt. Ah, hast du ihn schon da stehen? Den hab ich im Shop, den muss ich jetzt erst kaufen, ne? Oh, dann kauf den mal. Ja, und Pixel kauft ein paar neue Felder, denn wir wollen heute diesmal nicht so viel shoppen leider, sondern Ernten und sehen. richtig ernten und sehen und sowas. Das wollen wir heute mal ein bisschen wieder machen. Da haben wir uns schon lange nicht mehr drum gekümmert. Alter, ist das schnell. Mein Gott, der hat aber Power, der LKW hier. Pam, Ich habe meins. einfach mal gedacht, ich tausche mal den LKW vorne aus. Ach, dann nehmen Aber, wow. wir die noch und dann da hinten. Und hup. Kennt noch einer einen vernünftigen Schwertransportsimulator? Also den, die ich bis jetzt gefunden habe, die sind alle scheiße. Um es nett zu formulieren. Waren die so gut? Aber die waren also richtig grottenschlecht, ey. Marc, was machst du jetzt schon wieder hier? Das Ding da drauf fahren. Das Ding will ich doch gar nicht haben. Der soll hier bleiben, falls wir mal Paletten oder so eine Scheiße transportieren Oh müssen. yeah. Dann stell den doch nächstes Mal auf den Parkplatz. Der stand doch da auch am Rand. Oh yeah. Ich hole Was mir denn? zwei sehr große Felder. Ja. Du kannst die größten Felder der Welt holen. Das ist jetzt relativ Humpe. So, ich hole mal die Mähdrescher. Marc parkt das Ding wieder am Arsch der Welt, damit Was man denn? irgendwie Geht doch weit rennen gut. muss. So, in ihrem Besitz. Wir haben auch ein paar andere Sachen rausgenommen, die Bremsen. nicht funktionierten. Und zwar diese ganzen Bullis hier, die haben wir nicht gebraucht. Wir haben jetzt hiervon drei übergelassen von den normalen. Und einmal den Abschlepper. Und sonst haben wir alle rausgeschmissen. Mann, wo ist das Ding? Fleck. Fleck. Ja, jedes Mal, wenn ich was kaufe, leckt das ein bisschen. Das ist leider. Fleck. Fleck. Wie viele Sachen kaufst du denn? Ich kaufe ein bisschen mehr. Und Marc, es wäre schlau gewesen, hättest du den Trecker mitgenommen. Ja. Ach, bloß du sitzt schon da drin. Ja, aber der ist ja kacke, der hat ja vorne. Nee, den verkaufe ich wieder, das ist scheiße, der hat ja vorne hier, Ich jetzt müsste. Der ist, nee, den will ich nicht haben, das ist der 770 TT, den wollen wir nicht haben. Wir wollen lieber den anderen zweimal haben. Das Marco, holst du? Schneidewerk, das ist aber kleiner wie von dem anderen. Nein. Doch. Nein. Das ist genau das gleiche. Das sieht nur ein bisschen anders aus, aber von der Länge her ist es genau das gleiche. Marc, also es wäre ganz schön, wenn Wenn du du jetzt mal... noch einen Trecker kaufst. Nee, wenn du jetzt einen Trecker holen würdest. Weil dann könntest du diese hier, könnten wir hier die Schneidewerke drauflegen und dann könntest du die ziehen. Ja, ich geh mal gerade holen. Oh. So, zack, Helfer aktiviert.
aktivieren. Ich komm doch allein. Nein. Stopp, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Rüber. So, Gerade. Jetzt holen wir uns mal. Und halt aktivieren. Das sind mal ordentliche Mähdrescher von der Größe her. Ich mache hier hinten jetzt mal die Felder weit, ne? Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich bringe jetzt die hier. Hast du jetzt einen der Mähdrescher mitgenommen? Nö, ich steh doch da. Ach so, gut. Lalala. Und... Upp. Warum macht der dann schön? Ups, da stimmt aber irgendwas nicht. Ach nö. Ah, nö. Telefon. Ja, ich kann nur nicht rangehen. Ach, da laut muss ich weg. Oh, ich hast weiß. Schon draufgelegt. Ja, habe ich schon draufgelegt, kannst gleich mit abzischen. Wo soll ich das hin pflanzen? Fahr erstmal nur auf zum Hof. Hat die wieder am Shoppen oder was? Naja, den ganzen Mist jetzt erstmal wieder zurückfahren, ne? Ja. Die großen Mähdrescher. Cool, ich kann das Schneidewerk extra nochmal anhängen, wenn es fest ist. Hä? Ich kann das Schneidwerk extra nochmal anhängen, dass es fest ist. Ja. Ui, hoppala. Jetzt habe ich ein Problem. Wie das denn? Das wissen wir schon lange, dass du ein Problem hast. Guck doch mal. Wie hast du das schon wieder geschafft? Ja, ich wollte ganz normal hier um die Kurve fahren. Weg war ich. Ist da hängen geblieben. Ja, das ist doch auch schon lange. Komm, schieb mich mal mit diesem Riesenteil da um die Ecke. Naja, das Typisch mache ich jetzt ja nicht, aber ich muss hier rüberfahren, oder? Ja, jetzt muss ich ihn da nochmal anschieben, weil das nicht... Komm, gib Gas. Volle Granate da rein. Oh, super. Ja, ganz toll. Hey, lass das Schneidwerk da drauf, ja? Jaha, wie denn? Hier rechts. Dann links. Moment, sind sie ja schon. Ja. Die Felder, wo ich hin will.
Jetzt komme ich nicht mehr bei so eine scheiß Bordsteinkante rüber. Brauchen wir was Bestimmtes oder ist das egal, was ich anpflanze? Egal. Ah, oh, Mann, ist das Ding. Ja! Boing. Ist so witzig. Du hast ein kleines Ding, ich fahre hier mit zum Riesenteil weg da. Ja, ist na, kein Problem. Das Ding ist so leicht zu fahren. Das ist. So. Saat will. Was haben wir denn? Ja, wer hat mir gesagt, dass du das Ding jetzt runterfahren sollst? Was runterfahren? Die Maisgabel. Und los geht's. Ich würde mal sagen, der Anhänger ist zu schmal für das Teil. So eine Scheiße. Achtung. Hm. Ich halt scheiße. Oh, warum komme ich da nicht hoch? Ja, vergiss es. Ich fahre die Dinger so zum Hof. Wenn ich jetzt aber von dem Anhänger runterkommen würde, jetzt sitze ich da nämlich drauf. Hast du eigentlich jetzt die Webcam auch an, Meru? Nein, jetzt habe ich die nicht an. Die mache ich nur bei kleinen Projekten an. Okay. Weil dies in diesem, das hier mit XSplit aufnehmen wäre zu einer sehr, sehr große Aktion geworden. Achso. Vor allem, da wir hier sowieso schon so wenig Frames haben und wenn ich dann noch, dann fürchte ich halt, wenn ich dann noch mit dem Ding aufnehme, dass das dann extrem in die Hose geht von der Qualität. So. Flupp. Aber hier die Felder mache ich mit dem Helfer, ansonsten würde es als Kreuz werden. Nee, mit dem Helfer eigentlich nicht. Zu spät. Ist das ein Scheiß hier, ey, ohne Witz. Was denn los, BU? Wenn mir einer erzählt, dass du mit dem Ding hier fahren ist leicht, ne? Den hau ich. Was machst du denn gerade, Marc? Dasselbe wie Bero. Nur, dass mein Hänger umgedreht. Auf dem Dach? Gehst du doch? Nee, ich seh's nicht. Ich guck ja da nicht hin. Warum kann ich das Ding jetzt nicht mehr anhängen? Jo. Und bin ich gut. Bero, warum sollte ich das dann hier nicht mit dem Helfer machen? Doch, mit dem Helfer, klar, kannst du es machen. Also, weil, nee, weil du gerade nee gesagt hattest, deswegen. Nee, eigentlich, ich meinte, eigentlich wird es mit dem Helfer gerade nicht krumm und schief. Nee, hey, deswegen ja. Du musst ihn einmal nur gerade positionieren und dann geht das. Oh. Ob ich da selber den Knopf drücke oder der es automatisch macht. Ich
Ich mache das auch ganz oft mit dem Helfer. Besonders bei den zwei Feldern hier, das sind, glaube ich, die größten jetzt hier. Und der Rutsch. So, gleich. Hä? Angehangen. Angehangen, hast du den Hänger schon mal? Ja. Ja, jetzt hast du das Ding dran, jetzt musst du nur noch... Ja.